Hallo und herzlich willkommen auf Jurelda.de. Schauen wir uns eine weitere Übungsaufgabe im Bereich Stochastik, also Wahrscheinlichkeitsrechnung, an, wo es um Passwörter geht. Also um den folgenden Fall: Wir erstellen ein Passwort, das zufällig sein soll, also es nicht irgendwie Sinn ergeben muss. Und wie wahrscheinlich ist es, dass, wenn jemand anderes auch ein Passwort erstellt, dass er dann genau das gleiche Passwort wählt wie wir? Vorausgesetzt, wir nehmen einfach mal 6 Zeichen. Die Länge des Passworts soll also 6 Zeichen lang sein. Und jetzt stellen wir uns vor, wir dürfen das Passwort nur wählen aus Ziffern zwischen 0 und 9. Jetzt ist die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass gerade der andere genau das gleiche Passwort hat? Man könnte die Frage auch anders stellen. Wie wahrscheinlich ist es, dass jemand, der unser Passwort erraten möchte, direkt beim ersten Versuch unser Passwort richtig errät? Nun schauen wir uns an. Wir haben 6 Ziffern, das heißt 6 Zeichen, und wir haben die Wahlmöglichkeit zwischen Ziffern 0 bis 9. Das heißt, für die erste Zahl unseres Passworts hätten wir 10 Möglichkeiten. Und natürlich hat der andere dann auch eben 10 Möglichkeiten, genau das unseres zu treffen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er das trifft, ist genau 1 zu 10, beziehungsweise 1 Zehntel. Nun, die zweite Zahl oder zweite Ziffer unseres Passworts, man kann ja wieder auch zwischen 0 und 9 wählen, also die Wahrscheinlichkeit, dass er auch das Richtige trifft, wieder 1 Zehntel. 1 Zehntel. Könnte sich das auch in einem Wahrscheinlichkeitsbaum vorstellen, wo die Möglichkeit, dass er trifft, 1 Zehntel, die Möglichkeit, dass er nicht trifft, wäre 9 Zehntel. Dann der zweite Ast unseres Baumdiagramms, wieder 1 Zehntel zu 9 Zehntel und so weiter. Sparen wir uns allerdings, da bräuchten wir einen riesigen Zeichenblock, um das darzustellen. Dritte Möglichkeit ist wieder 1 Zehntel. Und wir sehen schon, das geht so weiter, bis wir alle 6 Ziffern ausgewählt haben. Und jetzt sehen wir, die Wahrscheinlichkeit, dass er genau das gleiche getroffen hat, ist 1 geteilt durch 10 hoch 6. 10 hoch 6, das ist 1 Million. Das heißt, die Chance ist 1 zu 1 Million, dass genau das gleiche Passwort gewählt wird. Schon das ist eine große Sicherheit, wenn man es mit Kraft sich stellt. Wir haben zum Beispiel einen PIN für unser Bankkonto mit 6-stelligen PIN. Dann wäre schon die Wahrscheinlichkeit, dass es beim ersten Mal richtig geraten wird, ist schon nur 1 zu 1 Million, also sehr unwahrscheinlich. Schauen wir uns mal an, wenn wir jetzt Kleinbuchstaben auch noch erlaubt wären, das heißt nur Kleinbuchstaben, Umlauf lassen wir jetzt mal weg, das heißt wir hätten 26 Kleinbuchstaben, zwischen denen wir auswählen können. Und jetzt natürlich wieder die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass es beim ersten Mal erraten wird oder dass eben ein anderer das gleiche Passwort hätte. Der erste Buchstabe ist natürlich 1 zu 26 wahrscheinlich, dass er mit unserem übereinstimmen. Im zweiten ist es natürlich wieder genau gleich. Wir dürfen ja die Buchstaben mehrfach verwenden. Und so ist es auch wieder 6 mal jeweils 1 26. 1, 2, 3, 4, 5 mal 1 26. Das heißt 1 durch 26 hoch 6. Und auch das können wir ausrechnen. Das ist 1 zu 308 Millionen. 915.000 und 776. Wenn wir das vergleichen mit dieser Zahl hier oben, sehen wir, dass allein dadurch, dass wir jetzt nicht mehr nur Zahlen verwenden dürfen, sondern auch, das heißt in diesem Fall nur Kleinbuchstaben, die größere Auswahl haben, 26 statt 10, wir schon die Sicherheit unseres Passworts um den Faktor 308 erhöht haben. Das heißt, wir haben mit 308 Millionen hier oben nur eine einzige Million. Das heißt, allein schon die Wahl auf die Buchstaben, um es dann nicht mehr nur Zahlen zu verwenden, hat unser Passwort schon wesentlich sicherer gemacht. Schauen wir uns an, was passiert, wenn wir Mehrfachverwendung nicht erlaubt ist. Das heißt, wenn wir Buchstaben immer nur einmal verwenden dürfen. Dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass es vom ersten Schlag getroffen wird, natürlich wiederum 1,26. Ich habe die volle Wahl zwischen allen Buchstaben. Nun, wie es dann weitergeht, sind dann nur noch 25 Buchstaben übrig, zwischen denen wir wählen können. Dann nur noch 24, nur noch 23 und dann nur noch 22 und dann nur noch 21. Und das ausrechnen, das ist 1 geteilt durch 165 Millionen und 765.000 und 600. Wir sehen schon, das ist eine wesentliche Einschränkung, wenn wir Buchstaben nicht mehrfach verwenden dürfen. Im Vergleich ist es etwas mehr als nur noch die Hälfte dieser Möglichkeiten.
Und jetzt stellen wir uns vor, wir haben alle Möglichkeiten, die wir hier schon gesehen haben, kombiniert zur Verfügung. Das heißt, wir haben Kleinbuchstaben, Ziffern und jetzt stellen wir uns vor, wir haben auch noch Großbuchstaben zur Verfügung. Sonderzeichen lassen wir jetzt mal weg. Das heißt, wir hätten hier 26 Großbuchstaben, 26 Kleinbuchstaben und 10 Ziffern. 52 und 10, 62 Möglichkeiten, dürfen die auch mehrfach verwenden. Das heißt, dass dann in der ersten Zeichen ein Treffer stattfindet, wäre dann 1 zu 62, 1 62. Beim zweiten wiederum 1 62. Und so weiter, bis wir alle 6 Zeichen durch haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn wir diese Zahl jetzt anschauen, das ist 1 geteilt durch 62 hoch 6. Das entspricht 56 Milliarden. 800 Millionen. 235.000. Und 584. Das ist 1 geteilt durch diese Zahl. Wir sehen also, hier hat sich die Wahrscheinlichkeit extremst verringert im Vergleich zu dem, was wir am Anfang nur mit den Ziffern hatten. Hier haben wir 1 zu 1 Million und hier haben wir 1 zu 56 Milliarden. Das heißt, wir sehen, das Passwort, wenn wir Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und Ziffern zulassen, wäre in dem Fall 56.800 mal sicherer, als wenn wir nur Ziffern hätten. Jetzt kann man sich jetzt überlegen, das noch weiter zu erhöhen, wenn wir zum Beispiel Sonderzeichen verwenden. Dann würde sich das hier noch deutlich erhöhen und wir hätten noch ein sichereres Passwort. Ihr seht also, je mehr wir in der Wahl unseres Passworts variieren, desto sicherer ist es. Schaut doch mal auf unserer Homepage www.lyrel.de vorbei, besucht uns bei Facebook. Dankeschön.